Moin moin und willkommen zurück zu The Evil Within 2. Wir befinden uns hier gerade in der merkwürdigen Garage noch, beziehungsweise den Auto Repair Center. Und gehen jetzt, also zumindest ist es angepeilt, dass wir uns jetzt mal auf die Suche machen nach dieser Stimme. Was ist das denn hier? Ah, ist Unterschlupf, okay. Nee, wir werden jetzt versuchen, das Mädchen aufzuspüren. Ich glaube, das macht am meisten Sinn, denn alles andere haben wir eigentlich schon abgegrast jetzt. So, Waffen haben wir. Noch ein bisschen Schuss haben wir hier. Gar nichts mehr drin. Und hier haben wir doch genug drin. Okay. Gut, dann lass uns das mal machen. Mal kurz Licht aus. Mal hoffen, dass die aus dem Auto da nicht mal irgendwann rausgerannt kommen. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich die aufmache, ist bestimmt was Cooles drin. Aber 3, 4 Zombies kommen mir wahrscheinlich angerannt, denn das muss ja nicht sein. So, wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal darüber. Oh, hier ist eine Pflanze, die nehmen wir noch mit. Wie gesagt, man kann hier wirklich alles zerstören auch. Es ist ein bisschen komisch, dass die Zombies natürlich nicht hören. Ist für uns natürlich super, aber es ist so ein bisschen, ist so ein kleiner Fehler im Spiel, finde ich. Aber naja. Vorteil für uns. Schlecht für die, aber trotzdem ist es natürlich so, dass das auch merkwürdig ist, dass ich alles Mögliche machen kann, aber das nicht. Beziehungsweise, nur mal gehen nicht, das hören die sofort. Aber wenn ich diese Kisten mit der Axt da drüber, ach, ich schnuppe. Nix drin. Okay. Gut. Ja, wie wir wissen, die Teile sind sehr wichtig. Deswegen, da hinten steht auch so ein Zombie drauf. Da kommen wir bestimmt noch hin, aber erstmal lass uns erstmal das hier machen. Da drin ist irgendwas Wichtiges. Da blinkt auf jeden Fall was Blaues. Gucken wir mal. Ich habe noch nichts in diesen Tonnen gefunden. Okay. Ach, kann ich ja nicht benutzen, weil wir haben ja eine Axt. Die Frage, ob man einfach reingehen kann oder rüberklettern sollte. Anscheinend können wir da einfach reingehen. Okay, dann kommt da einer, okay. Hoppt, sieht er uns nicht? Da ist noch ein Zombie. Der hat irgendwie eine Dings in der Hand. Okay. Müssten wir beide irgendwie killen, sonst kommen wir hier nicht mehr raus aus dem Dilemma. Hm. Was macht man in sowas reingerät, ne? Kommt zurück. Hier rein kommt aber anscheinend nicht. Wenn der gleich noch zurückgeht, dann werden wir ihn killen von hinten. Okay. Das ist natürlich dumm. Haben wir noch ein bisschen Leben? Wie viel Leben haben wir noch? Okay, das reicht noch. Jetzt haben wir nichts anderes gemacht. Guck mal ganz kurz. Wir können jetzt hier die Leiter benutzen, aber lass uns den da drüben auch nochmal killen, sonst wird er uns gleich Schwierigkeiten machen. Der wird ja gleich in die andere Richtung wieder laufen. Warte mal kurz. Hm. Bisschen nervig ist das schon. Aber naja.
Also ich komme mir vor, aber nur am Schleichen hier. Ist noch nichts anderes noch, als das zu schleichen. Würde man wahrscheinlich im echten Leben auch machen, wenn man in so einer komischen Welt wäre. Sollten wir das schaffen? Schaffen wir das? Schaffen wir das, bevor sie umdreht? Okay. Schön, wie er das Schrot verballert, was wir gerade eingesammelt haben. Hat sich richtig gelohnt, da hinten hinzugehen wieder. Mal. Na gut. Gucken wir mal kurz, was es da hinten noch gibt. Gehen wir kurz auf die Leiter rauf, nur um zu sehen, ob da irgendwas oben ist. Schauen wir mal. Ja, auf dem Dach ist... Da kann man rüber gehen. Da hinten metzeln welche. Also wir müssen bestimmt nachher so nochmal hier hin. Das jetzt zu machen, ist irgendwie albern. So, lass uns erstmal versuchen, die Stimmen zu verfolgen, damit wir wissen, was da auf uns zukommt. Aber das ist wirklich ärgerlich, ne? Man sammelt irgendwas ein und verballert das gleich wieder. Ich dachte, ich hätte ihn da noch... Ich war zu gierig. Ich hätte noch warten sollen beim Holzstapel, bevor ich den niedermache. Naja, egal. Beim nächsten Mal. Waren wir hier schon drin? Ich weiß es gar nicht mehr. Hier waren wir schon drin, aber wir können an der Werkzeugbank was machen. Das machen wir gleich mal. Also wir können unsere Wasserverbesserungen und wir können mit dem roten ja das auflösen da. Aber jetzt ist die Frage, was man auflöst. Ist es vielleicht besser, die Handfeuerwaffe den Schaden zu erhöhen? Guck mal da. Ach, wir brauchen hoch. Okay, hochwertige Teile brauchen wir auch. Die haben wir noch nicht. Gut. Aber Munition kann ich hier herstellen. Machen wir zweimal Munition, zweimal Schrot. Dreimal sogar. Ja. So, warte mal. Super. Der Tempelwaffe. Gut, gehen wir wieder raus. Kann ich die nochmal killen hier? Wahrscheinlich nicht, ne? Die sind alle weg, ne? Genau. Okay. Das ist ja jetzt echt wieder so eine nervige Sache. Muss man einfach mal sagen. Da. Jetzt hier der Kopfschuss. Ein bisschen Leben brauchen wir auch. Zwei Schrotflintenschüsse. Wie bescheuert war das denn bitte? Na gut. Okay, okay. Jetzt die Frage, warum dieser Wagen wackelt. Und jetzt nicht mehr wackelt. Warte mal, ich hab die. Wir suchen mal mit den Flaschen zu hantieren. Okay, wir gehen mal darüber. Das steht ja direkt so unter diesem Licht. Ist ja auch ein bisschen gruselig allein schon ist, oder? Hinten ist hier so ein etwas stärkerer. Damit warten wir aber noch ein bisschen.
glaube tatsächlich, in das Haus kann man sogar rein. Sollten wir vielleicht mal machen, vielleicht finden wir was Wichtiges. Da finden wir auf jeden Fall schon mal eine Pflanze. Liegt hier noch jemand auf dem Boden oder so? Nö, ne? Ich glaube nicht. Doch geil, dass die Zombies aufstehen, während ich so eine Pflanze pflücke. Ich meine, das ist ja auch wieder so ein bisschen... Aber egal. Nicht über die Logik aufregen bei so einem Spiel. Sind ja schließlich Zombies. Okay. Unbekannte Resonanz. Gucken wir noch mal. Nichts. Okay, die ist zu, die Tür. Kann man hier schon was finden, denke ich? Akte Nummer 15. Gespräch mit Detective Sebastian. Akte Nummer 15. Gespräch mit. Akte Nummer 15. Gespräch mit Detective Sebastian Castellanos. Was bin ich? Detective, erzählen Sie mir von dem Tag in der Beacon Nervenklinik. Ich habe das alles doch schon 10-mal erzählt. Gehen wir es noch einmal durch. Das ist ja mehr ein Verhör als ein Gespräch. Bitte, Detective. Akte Nummer 15. Okay. Vielleicht oben? Gucken wir mal. Sieht ein bisschen aus wie das andere Haus. Nur, dass es hier keinen Keller gibt für den. Okay, anscheinend ist hier nicht so viel. Tja, Sebastian Stimme, was machen wir denn da? Keine Ahnung, ob das irgendwas weiterbringt hier. Das wird ja die Hintertür sein. Gespräch mit Detective Sebastian Castellanos. Detective, erzählen Sie mir von dem Tag in der Beacon Nervenklinik. Ich habe das alles doch schon 10-mal erzählt. Muss er da draußen sein? Muss er hier nochmal rausgehen, aus der Tür raus oder was? Na gut. Machen wir das. Weil sonst wüsste ich nicht mehr, wo man hin kann auch. Muss ja hier irgendwie sein. Nummer 15. Gespräch mit Detective. Nummer 15. Gespräch mit Detective Sebastian Castellanos. Komisch. Na gut. Wir wollen uns erstmal auf die Frauenstimme konzentrieren. Liegen über Leute rum. Okay. Warum stehen die jetzt gerade auf, wo wir kommen? Es sind noch ein bisschen zu viele, um hier Radau zu machen. Wir müssen zu der Frauenstimme hin, die ist da oben im Haus. Kriegen wir die denn alle weg hier? Klar kann ich mit dem Sniper wegflanken, aber dann würden sie ja die Schüsse hören, ne? Man, das sind einfach unglaublich viele.
Was mache ich denn da jetzt? Wir müssen jetzt einen nach anderen wegmachen. Okay, vielleicht machen wir die, fangen wir da oben lieber an, die wegzumachen. Können wir uns auch vorbei sneaken, so ein bisschen hinten beim Auto oder längs? Man weiß es nicht. Gucken mal. Feuer darf da nicht entkommen. Ist man tot? Ich muss mal warten, dass der da hinten weggeht. Dann können wir von der Seite angreifen, glaube ich. Okay, gut. Jetzt können wir uns ins Gebüsch noch reinsneaken gleich. Dann werden wir den einen nach anderen. Den mit dem Feuer ist natürlich blöd zu killen, weil dann brennt ja gleich alles. Macht also nicht so viel Sinn, ne? So. Hier sehen wir uns ja nicht, ne? Man soll die auch nicht killen, aber man soll einfach zum Haus kommen und irgendwie an denen vorbeikommen. Das andere macht, glaube ich, keinen Sinn. So. Gucken, wie weit die da gucken zu uns. Warten mal kurz, bis der Feuertyp wieder weggeht. Und dann gehen wir hier hoch. Die Musik wird schon gruseliger, das bedeutet, wir sind auf dem richtigen Weg. Oh. Ich gehe mal hinten rum. Die richtige Richtung. Muss ja da in der Bude drin sein, aber warum ist da, hängt eigentlich eine Taschenlampe in dieser Mülltonne drin? Jemand hat die vergessen? Gibt es hier irgendwo einen Eingang? Zweiten? Nee. Irgendwo hier muss es doch reingehen gleich. Sieht zu friedlich aus hier, oder? Da, da ist die Resonanz. Okay.
Fingerabdrücke da hinten an der Tür. Ist sie da reingegangen? Wahrscheinlich. Sind die von Lilly? Keine Ahnung, du kannst auf jeden Fall durch Wände fassen. Lilly? Bist du hier? Ich bin's. Hier sind Fußspuren. Wo ist sie hin? Taps, 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 taps. Lilly, alles gut. Ich bin's. Verdammt. Okay, ganz ruhig. Wie komme ich da rein? Da unten ist ein kleines Loch. Macht das Sinn? Versuchen wir mal. Super gesichert, dieses Office. Guck mal, jeder Hans und Franz da rein. Da oben rausgeklettert? Das ist auf jeden Fall eine Puppe. Ihre Puppe. Lilly war hier. Okay, sie ist oben rausgeklettert, okay. Lilly. Oh Gott, sie ist in Gefahr. Jemand verfolgt sie. Mal auf der Rückseite nachsehen, wohin das Fenster wohl führt. Gucken, suchen wir nach hinter dem Haus nach Hinweisen. Hättest du vielleicht aufschließen sollen erst? Das ist ein bisschen unlogisch. Naja. Gleich mal trotzdem. Wer weiß, ob da nicht noch ein paar Zombies auf uns zukommen. Gibt auch nur diesen einen Ausgang leider. Hier rum raus. Oh oh. Da ist das Fenster. Also, Lilly, wo bist du hingelaufen? Hm? Was zur... Noch ein Na Signal. Klar. Gut. Ich komme, Kleines. Halt okay. Einfach durch. Das ist ein Stückchen weiter weg. Wo bist du? Okay. Markierung setzen wir dahin. Wir vorher noch mal ins Unterschlupf rein eigentlich, ne? Obwohl, ist auch egal. Gut. Oh, was ist das denn? Oh! Fuck! Oh.
shit. Alter. Was ist denn los mit dem Viech? Da waren noch zwei da vorne sogar, ne? Was für widerliche Viecher. Okay. Das ist natürlich blöd. Hat uns ein bisschen Leben gekostet. Gut. Aber ich glaube, hier machen wir Schluss und machen beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.